Guten Morgen! Wir sind ready. Koffer sind gepackt. Wir sind in time. Und jetzt geht's los. Hi! Mich wieder zurück. Wir sind angekommen in Dubai und haben auch gerade schon eingecheckt. Wie ihr seht, ich stehe schon im Zimmer und ich dachte, ich zeige euch direkt eine Roomtour, solange es noch gut aussieht. Und ja, ich drehe deswegen mal die Kamera um und lege direkt los. Und wenn man reinkommt, ist das der Blick. Ja gut, hier stehen jetzt noch unsere Gepäckstücke, aber die kann man sich einmal wegdenken. Und direkt zu unserer Linken sieht man auch schon das Badezimmer. Das ist einfach der Knaller. Direkt hier die wunderschöne Badewanne mit Blick ins Zimmer. Ein wunderbar großer Spiegel. Zwei Waschtische, Handtücher, alles da. Hier sind auch irgendwelche Pflegeprodukte, Wasser, also sogar hier. Und überall stehen diese Boxen rum. Ja, sehr schön. Hier haben wir einmal die wunderbare Toilette. Und auf dieser Seite ist eine mega geile Dusche, wow, der Hammer, wirklich sehr, sehr schön. Und hier mal wieder Spiegel, hier das eigentlich noch, ich glaube, das ist glaube ich eine Schiebetür, ja, hier das ist eine Schiebetür und auch dort ist wieder ein Spiegel. Moment, ich demonstriere das gerade mal, also hier kann man alles aufmachen, das ist die Garderobe oder der Kleiderschrank, sagen wir mal, mit Bügelbrett. Und wenn ich die andere Seite öffne, jetzt, geht ein bisschen schwer, hat man hier noch Ablagefläche, Safe und so weiter. Ja, und hier kommt man halt schon direkt ins Zimmer. Ja gut, Fernseher läuft schon. Hat man einmal dieses Sideboard mit Tee-Kaffee-Station, Minibar, ja, Fernseher läuft schon. Und auf der Seite ist das wunderschöne Bett. Oh mein Gott, Leute, ich bin so verliebt. Das sieht einfach traumhaft aus. Auch hier überall diese Ornamente. Ich finde das so wunderschön. Ja, hier hat man eine kleine Sitzecke. Und hier ist ja ein Schreibtisch. Der Bürobereich auch wieder mit zwei Stühlen. Und auch hier wieder ein wunderschöner Spiegel. Und was ich richtig cool finde, habe ich schon für mich entdeckt. Hier an diesem Tisch kann man diese Platte öffnen. Und hier ist noch ein Spiegel. Also wenn das nicht mal perfekt zum Schminken ist, dann weiß ich auch nicht. Finde ich mega, mega gut. Dann habe ich auch hier meinen Platz und dann stelle ich meinen Freund dann im Badezimmer. Und jetzt kommen wir zu unserer Aussicht. Oh mein Gott, ihr könnt es schon sehen. Wir sind im 18. Stock. Es blendet ein bisschen, ne? Aber es sieht so mega gut aus. Ich werde euch auf jeden Fall morgen früh noch bei Tag zeigen, wie das aussieht. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, das werdet ihr jetzt nicht sehen. Moment, ich glaube, das ist jetzt super schwer zu zeigen, aber da, wo gerade die Tischleuchte spiegelt, ungefähr hier, müsste, glaube ich, das Burj Khalifa sein, wenn ich das richtig sehe. Also ein Hammerausblick. Spiegelt jetzt leider ein bisschen. Ups. Aber es ist so wunderschön. Mein Freund und ich sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Hotel. Kommen jetzt erstmal gerade hier an. Hier ist auch total lieb Obst und ich glaube ein bisschen Schokolade oder Pralinen noch eingepackt. Oh, ich bin einfach sprachlos. Seit wir hier angekommen sind, war es einfach ein super Service. Ich sehe einfach total zerstört aus. Und meine Kontaktlinsen, die brennen. Ich muss sie auf jeden Fall ausziehen. Wir werden jetzt, glaube ich, langsam ein bisschen hier ankommen, auspacken, so ein bisschen die Koffer ausräumen, was wir halt brauchen oder was sehr schnell zerknittert, schon mal ausräumen und ja, dann werden wir uns gemütlich machen, frisch machen, dann werden wir vielleicht ein bisschen schlafen, mal schauen, weil Hunger habe ich jetzt nicht, ich glaube mein Freund auch nicht, weil wir wurden im Flugzeug auch super versorgt und wir haben noch so ein paar kleine Snacks dabei, denn wir werden dann, wie gesagt, vielleicht 2-3 Stündchen schlafen und danach den Super Bowl schauen, genau. Der läuft ja heute und das Besondere ist halt, da wir hier in Dubai Zeitverschiebung haben, ganze 3 Stunden,
fängt das hier erst um gegen 4, halb 5 so rum an. Und deswegen, ja, wir haben jetzt, oh Moment mal, meine Uhr ist noch auf deutsche Zeit eingestellt. Wir haben jetzt 1.18 Uhr Ortszeit. In Deutschland sind es 20 nach 10, genau. Und ja, deswegen werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen schlafen gehen oder einfach nur ein bisschen erholen, dann den Super Bowl schauen und dass wir dann morgen früh total gestärkt und motiviert sind und ja, die Stadt erkunden werden. Ich bin gespannt, wie das Wetter auch wird. Erst hieß es, soll regnen. Wir kommen hier an, ist überhaupt nicht am Regnen oder am Stürmen oder sonstiges. Und weil ich habe in der Wetter-App gesehen, dass es auch irgendwie so ein Staubsturm ist, aber man merkt hier gar nichts von. Ich bin mega happy und freue mich auf die nächsten Tage bzw. auf die kommende Woche, die wir hier verbringen werden. Und ja, ich werde euch dabei einfach ein bisschen mitnehmen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Frühstück Nummer 1, Kaffee, Becher, Müsli, Omelette. Guten Morgen! Wir haben uns jetzt fertig gemacht, waren schon frühstücken und sind jetzt auf dem Weg zu Dubai Mall, genau. Und das ist die wunderschöne Aussicht. Das ist auch quasi die gleiche Aussicht wie von unserem Zimmer. Aber hier sieht man es gar nicht auf der Kamera, glaube ich. Hier sieht man die Skyline und da sieht man dieses Hotel. Hallo. Er filmt auch. Sieht man das Hotel, wie heißt das, Burj Al Arab? Wo? Genau, wo ich dachte, das ist das Burj Khalifa auf der anderen Seite. Und ja, das ist unser Pool. Jacuzzi, das ist alles auf dem Dach vom Hotel. Ich habe erst gedacht, das wäre der siebten Stock. Auf dem siebten Stock ist das? Ah, okay. Ich habe gedacht, das wäre ebenerdig, aber ist es gar nicht. Voll schön. Da werden wir bestimmt später auch nochmal hingehen, obwohl es heute gar nicht so warm ist. Mittlerweile ist zwar die Sonne rausgekommen, aber mal schauen, ob wir auch in den Pool gehen. Genau. Aber an sich ist es super schön hier und wie gesagt, wir nehmen uns jetzt ein Taxi und fahren zum Mall. Ich sehe gar nichts auf dem Display. Kommt das überhaupt da drauf? Die Sonne knallt einfach so unglaublich. California Pizza Kitchen mit einem sehr schönen Ausblick.
guten Appetit. Zurück im Hotel, waren gerade Abendessen. Jetzt bin ich aber auch platt. Wie geht's dir? Auch platt. Auch im Hotel. Bist du satt? Ich bin satt, danke. Wie hat dir das Essen geschmeckt? War okay. War es ein bisschen kalt. Wir sind leider ein bisschen später reingekommen, muss man sagen. Wir waren eine der letzten, weil wir heute den ganzen Tag in der Dubai Mall waren. Und wobei wir auch da gegessen haben, deswegen sind wir halt so spät zum Abendessen hier im Hotel gegangen. Wir waren California Pizza Kitchen, genau. Das habe ich gar nicht gefilmt, ne? Ich habe heute relativ wenig gefilmt. Aber das ist ein Foto, kannst du mit reinmachen. Ich habe kein Foto gemacht. Vom Essen. Ah, doch, ich habe ein Foto gemacht, ja. Stimmt, habe ich schon wieder vergessen. Und, ich habe vieles mit dem Handy gefilmt. Mit dem Aquarium, das war schon sehr beeindruckend, ne? Oder was sagst du? Du warst sowieso total begeistert davon, ne? Die ganzen Fische. Er wollte gar nicht mehr weg vom Aquarium. Ja, war sehr, sehr schön. War ein schönes Erlebnis, auch mal sowas zu sehen. Ja. Also, gerne wieder. Aber auch die Mall, die ist ja... kann man ja fast gar nicht in Worte fassen. Vier Etagen und keine Ahnung, wie viele Läden, also wie viele Abzweigungen, also... Da kann man sich echt verlaufen, also da muss man so aufpassen. Ich glaube, wir haben auch vieles übersehen, viele Läden übersehen. Ja. Aber es sind da trotzdem auch fündig geworden, wir haben auch ein bisschen was geshoppt. Gefühlt 200 bis 250 Läden pro Stockwerk. Wenn nicht sogar noch mehr. Also sowas kann man gar mit keiner einzigen Shopping-Einkaufszentrum in Deutschland vergleichen, mit keiner. Ich glaube, es war das größte Zentrum. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ehrlich? Ich glaube, eines der größten, aber ich glaube nicht das größte. Hey, Dubai kann nicht alles in allem der größte sein. Ne? Ja. Gut. Was sonst haben wir heute eigentlich gar nichts mehr gemacht. Ne? Wir haben ein bisschen länger geschlafen. Dann haben wir die Woche geplant. Gestern, wir sind ja relativ spät gelandet, mussten dann noch ein paar Stündchen warten, weil der Super Bowl angefangen hat. Das heißt, wir haben noch ein bisschen davon mitgenommen. Ja, wir haben ein bisschen Super Bowl geguckt. Wir haben leider nicht selber geguckt, weil wir sind doch eingeschlafen, weil hier war es ja dann, ich weiß gar nicht. Halb fünf, ne? Ja, halb fünf morgens hat es ja angefangen. Genau, hat es erst angefangen. Das heißt, wir waren, keine Ahnung, sechs, halb sieben sind wir, glaube ich, eingeschlafen. Echt, haben wir so lange durchgehalten? Ja, ich habe... Ich glaube, ich bin richtig früh eingeschlafen. Du bist früh eingeschlafen, ja. Ja. Von daher haben wir auch ein bisschen länger dann geschlafen. Ja. Also, und wurden... zwei Stunden, drei Stunden höchstens. Ja, wir haben nicht viel geschlafen, deswegen haben wir den Tag ein bisschen später gestartet. Wir waren dann noch ein bisschen auf dem Hotelzimmer, haben die ganze Woche geplant, was wir so vorhaben. Genau, doch noch einiges mitgenommen auch heute. Ja, und heute, war sehr schön. Genau. Und morgen geht's erstmal nach dem Frühstück an den Pool. Darauf freue ich mich schon. Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Jacuzzi. Ja. Ja, sehr schön. Okay, jetzt werden wir uns Bett fertig machen, vielleicht noch einen Film gucken oder eine Serie. Und dann werden wir auch relativ früh, glaube ich, einschlafen, weil ich bin schon irgendwie müde. Ich muss auch meine Kontaktlinsen ausziehen, weil meine Augen tun schon weh. Gute Nacht. Gute Nacht.